Hallo, liebes Luftzeichen. Ja, wenn du eine Waage, ein Wassermann oder ein Zwilling bist, dann war diese Legung für dich. Doch wenn du zu einem anderen Sternzeichen gehörst, wie einem Wasserzeichen, einem Feuerzeichen oder einem Erdzeichen, gibt es auch die passenden Deutungen für dich. Hallo, liebes Luftzeichen. Wenn du eine Waage, ein Wassermann oder ein Zwilling bist, dann ist diese Legung für dich. Was erwartet dich im Dezember 2022? Das Jupiterjahr 2022 neigt sich seinem Ende zu und vielleicht willst du jetzt Bilanz ziehen. Schau mal, welcher Kartenstapel dich besonders anspricht und welche Botschaft sich dahinter für dich verbirgt. Stapel Nummer 1, der Aventurin. Stapel Nummer 2, der Karneol. Stapel Nummer 3, der Amethyst. Wofür hast du dich entschieden? Stapel Nummer 1 mit dem Aventurin. Welche Botschaft verbirgt sich für dich dahinter? Der Bube der Münzen, der König der Schwerter, die Fünf der Stäbe und der Turm. Du hast einen sehr ereignisreichen Monat vor dir, liebes Luftzeichen, denn du hast drei verschiedene Farbkarten, Münzen, Schwerter und Stäbe. Das heißt, in all deinen Lebensbereichen kommt jetzt etwas in Bewegung. Doch worum geht es denn konkret in diesem Dezember? Der Bube der Münzen steht für ein finanzielles oder materielles Angebot. Vielleicht möchtest du umziehen in eine neue Wohnung. Vielleicht bekommst du einen neuen Job. Vielleicht findest du, wenn du selbstständig sein solltest, was für dich als Luftzeichen und kreativen Denker immer eine gute Idee ist, jetzt auch eine neue Verdienstmöglichkeit oder einen neuen Geschäftspartner. Der Bube der Münzen will dir auf jeden Fall ein Angebot unterbreiten, das dir in wirtschaftlicher Hinsicht dient. Schau es dir an, vielleicht möchtest du es auch annehmen, denn es könnte gut für dich sein. Der König der Schwerter steht für einen Mann aus einem Luftzeichen, Waage, Wassermann oder Zwilling, vielleicht bist du es selbst. Wenn du eine Frau bist, muss der König der Schwerter nicht unbedingt das biologische Geschlecht für dich repräsentieren, sondern kann dich auch auffordern, als Luftzeichen stärker in deine männliche Kraft zu kommen. Du solltest jetzt nämlich entschieden und entschlossen sein und deine Entscheidungen nicht vom Herzen, sondern vom Kopf her treffen. Denn der König der Schwerter steht für einen kalkulierenden Rechner, für einen sehr schnellen und scharfen Denker. Und das ist offensichtlich wichtig, vielleicht im Beruf, im Zusammenhang mit diesem Angebot, vielleicht auch generell mit deiner sozialen und gesellschaftlichen Situation. Denn die Fünf der Stäbe spricht davon, dass du im Moment in einem Wettkampf stehst. Vielleicht bewirbst du dich mit anderen Menschen um eine Stelle, vielleicht gibt es am Arbeitsplatz eine Konkurrenzsituation, die aber etwas unfair ist, oder es gibt in der Familie Auseinandersetzungen, weil es Interessenkonflikte gibt und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Personen überhaupt nicht in Einklang gebracht werden können. Die Fünf der Stäbe steht also für eine solche Situation, in der du dich mit Gelassenheit, aber auch mit einiger Stärke durchsetzen musst. Du solltest jetzt nicht zurückschrecken. Und der König der Schwerter sagt dir zudem, dass du auch mit kühlem Intellekt manchen Angreifer kontern solltest. Die Aktionskarte der Turm ist eine Trumpfkarte im Tarot. Der Turm steht für eine Transformation, für eine Veränderung, für ein plötzliches Ereignis, das du nicht vorausgesehen hast. Vielleicht kommt es für dich im Berufsleben oder in der Familie jetzt zu Spannungen, zu Auseinandersetzungen, die einen explosiven Ausdruck suchen. Vielleicht gibt es Streit und tatsächlich auch Situationen, die für dich sehr dynamisch sind und mit denen du nicht gerechnet hättest. Doch der Turm will dir auch sagen, du hast einer Entwicklung lange zugeschaut, die nicht gut war. Jetzt verändert sie sich. Und das ist eigentlich etwas Positives für dich, denn nun kann etwas Neues, Besseres aufgebaut werden. Du hast dich für Stapel Nummer 2 entschieden, der Karneol. Was will denn dieser Kartenstapel dir sagen? Die 4 der Kelche. Die 9 der Kelche, die 9 der Münzen, das Ass der Schwerter und die 6 der Stäbe. Die 9 der Kelche steht für eine Wunscherfüllung. Sie steht dafür, dass alles, was man sich wünscht, wirklich im Überfluss vorhanden ist und dass man deshalb wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Es ist eine wunderbare Karte, eine gute Karte, die für dich eine Erfüllung in der Beziehung bedeutet. Du solltest jetzt also schöne Stunden mit deinem Partner haben. Ja, du bist auch in der Lage, die Qualitäten und die wunderbaren Eigenschaften deines Partners anzuerkennen, denn die 9 der Kelche steht auch für Dankbarkeit im Alltag. Jetzt bist du wirklich auch in deinem Beziehungsleben sehr, sehr zufrieden. Vielleicht hast du auch Konflikte in der Vergangenheit überwunden und bist jetzt in der Lage, viel konstruktiver an die kleinen Unstimmigkeiten im Alltag heranzugehen, die es immer gibt. Du siehst jetzt gelassen das Positive eurer Beziehung und das ist eine gute Entwicklung. Die 9 der Münzen steht dafür, dass du
du nur noch im Materiellen in gewisser Weise aus dem Vollen schöpfen kannst. Denn jetzt hast du offensichtlich eine sehr, sehr gute finanzielle Glückssträhne. Du solltest, wenn du anlegst oder spekulierst, genau das Richtige für dich finden. Vielleicht bist du aber auch im Beruflichen auf einem aufsteigenden Gleis und kannst jetzt noch eine Beförderung kurz vor Jahresende bekommen. Das Ass der Schwerter sagt dir, dass du, das Schwerter-Element steht nämlich für die Luft, so ein richtiges Luftzeichen bist, nämlich intellektuell, kreativ, inspirierend, von deinem Gedankengang her ultra kurz getaktet. Was andere Menschen nicht erfassen, das hast du in Sekundenschnelle aufgenommen und auch schon verarbeitet. Du bist dazu auch rhetorisch sehr gut, du bist ein guter Sprecher, du kannst Menschen begeistern mit deinem Reden, du bist auch ein guter Händler und Verkäufer. Auch das könnte im Beruflichen zu deiner guten Berufsenergie, die die Neun der Münzen ausdrückt, einiges hinzufügen. Die Aktionskarte ist für dich die Sechs der Stäbe. Die Sechs der Stäbe will dir sagen, dass du einen sportlichen Kampf oder eine Herausforderung zu bewältigen hast, die dir aber Freude macht und die dir gelingt. Denn die Sechs der Stäbe spricht dafür, dass du Willenskraft hast, Optimismus und auch wirklich physische Stärke und dass du eine Herausforderung mit Bravour bestehen kannst. Du überflügelst deine Konkurrenten, du bist anderen weit voraus. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb das Materielle momentan für dich so gut ist und weshalb du als Ass der Schwerter auch wirklich jeden gedanklichen und geistigen Wettstreik gewinnen kannst. Du hast einen erfolgreichen Monat und das ist für dich eine sehr schöne Entwicklung. Du hast dich für Stapel Nummer 3 entschieden mit dem Amethyst. Was will der Amethyst dir sagen? Die Königin der Kelche, die Liebenden, der Hierophant, die Mäßigkeit. Die Königin der Kelche steht für eine Frau aus einem Wasserzeichen, Skorpion, Fische oder Krebs. Diese Person kennst du oder lernst du kennen. Die Liebenden als Trumpfkarte bedeutet natürlich genau das, was das Symbol auf der Karte auch heißt, ein Liebespaar, eine Beziehung, eine Partnerschaft. Vielleicht hast du mit einer Person aus einem Wasserzeichen eine sehr starke emotionale Verbindung momentan, die harmonisch ist, wie dir die Karten sagen. Der Hierophant sagt dir, dass auf dieser Beziehung auch ein besonderer Segen liegt. Das ist eine Beziehung, bei der du als Luftzeichen auch lernst, deinen Intellekt und deine Emotionen aneinander anzugleichen, auszugleichen, in Harmonie zu kommen. Und das scheint ein sehr großes Thema zu sein, denn die Aktionskarte, die Mäßigkeit, sagt dir, dass es jetzt darum geht, einen Ausgleich in deinem Leben herzustellen. Über deine Beziehungen, aber nicht nur über deine Partnerschaft, sondern über alle deine sozialen Beziehungen und auch über deine Beziehung zum Spirituellen. Jetzt geht es darum, mit der Mäßigkeit, die eine hohe Trumpfkarte ist, wirklich einen Ausgleich und auch eine spirituelle Harmonie in dein Leben zu bringen, Yin und Yang auszugleichen. Und damit wirst du mit einer wunderbaren neuen Energie der Perfektion, der Vollendung ins neue Jahr 2023 übergehen können.